Meine Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zum Politik-Tycoon mit den Grünen. Es stehen an die Landtagswahlen in Sachsen sowie die Landtagswahlen in Thüringen, für die wir natürlich schon Werbung gemacht haben. Wie es sich gehört, machen wir noch ein bisschen bundesweite Werbung. Wir müssen ja irgendwie an Mitglieder kommen. Was haben wir hier? Ja, die Entwicklung wäre Hubert Hohl. Interessant. Verzeihung. Budget, Verteidigung. Passt schon. Können wir denn noch Soziales machen? Beitrag, Pflegeversicherung. Beitrag, wie viel Prozent seit 1 kommen? Ein Einkauf. Überall. 5. 9. Jeder macht mal was Soziales. Ina, mach mal was für alles. So, in Brandenburg. Wen haben wir da momentan? Helga. Den wird auch da mal den. Den haben wir bisher. Den haben Frau Roth und den Hüttikofer. Nehmen wir doch hier mal die. Den Joschka Fischer, der möchte auch noch mal was machen in seinem hohen Alter. Gleich ermordet. Franke ist tot. Der in Müller ist tot. Sachsen ist an. Ja, Brandenburg sind wie viele Wochen? 23, da machen wir mal in Brandenburg ein kleines bisschen Propaganda. Karte, Radio und Fernsehen nicht vergessen. Sachsen ist in einer Woche. Ja, wir werden voraussichtlich die stärkste Kraft. Perfekt. Abstand und die Union auf Platz 4. Uiuiui, das ist realistisch fraglich, aber ich habe nichts gegen. Die FDP verliert immer weiter. Baupartei gewinnt dazu MLPD, das Zentrum. Ja, sieht bald so aus, als könnten wir eine dieser Parteien einziehen, wenn wir hier nicht auf dem Siegesmarsch wären. Wir oder die Linke führen auf jeden Fall die Regierung an. In Thüringen, da gewinnt auf jeden Fall die Linke, so wie es aussieht. Es ist schade. Das, wenn wir im gesamten Land mal ein bisschen Werbung machen, um da dem miesen Effekt in Thüringen da entgegenzuwirken. Und wenn wir bei den Linken spionieren, ach, Sachsen-Anhalt ist fast Thüringen, da werden die bestimmt was mitbekommen haben. Bei der Union und bei der SPD können wir auch nochmal anknüpfen, bei der FDP, bei der neuen Winzpartei aus Deutschland. Genau. Bei den neuen Wahlen, ja. 8 Wochen ist Thüringen, ja, sieht doch nach einer Regierung aus. Das ist für die Linke AfD, SPD. Ja, AfD, toll. Mit Claudia Roth. Nicht so beliebt. Dagegen. Ja, noch eine. Danke. Rot-Rot-Grün an die Macht hier. Rot-Rot-Grün stimmt einheitlich. Leider nicht unsere momentane Regierung. Grün. Doch, wir haben Rot. Wir haben Rot-Rot-Grün. Interessant. Schön, dass ich das jetzt auch schon erfahren darf. Das hier. Arbeitnehmer in die Krankenversicherung. Ja, dann denken wir das auch mal. Müssen ja was Soziales machen. Immer momentan ein Haushaltsplus. Dann passt das ja. Dürfen wir aber nicht auf Dauer machen. Wir brauchen das Umweltministerium. Die Ökosteuer festlegen. Aber irgendwie haben wir Pech mit dem Umweltministerium, habe ich das Gefühl. Die wollen uns einfach nicht im Umweltministerium sehen. Herr Tramlin ist tot. Hamburg. Da tritt dann an. Mode, würde ich mal sagen. Der Yannick Elatron. Einer dieser Fake-Echten. 4 und 14 plus 5 plus 11 sind 25 Wochen in Hamburg. 25 Wochen. Ja, passt. Und dann gehen wir doch zu Freien Wählern ein bisschen Hallo sagen. Thüringen. Ja. Können wahrscheinlich trotzdem die Regierung stellen, nur halt deutlich schwerer als die Linke.
Das heißt, wir dürfen nicht mit der Linken koalieren. Merken. Fällt mir schwer, aber du für dich. Irgendwie auch nicht so viel lieb. Ah. Oh, schämt halt. Erst Mysterium. Nein, Leben 0000000. Braucht nicht so viel Geld in Flughäfen, pumpen ist umweltschädlich. Überholen die Linken voraussichtlich auch in Brandenburg. Und dann könnten wir auch den Herrn Fischer da einsetzen. Ja. Machen wir nochmal ein bisschen Deutschlandwerbung. Ich mit den Linken. Wenn ich regieren, also als Juniorpartner regieren. Sarah wagt nicht. Naja, wenn er meint, der Herr Oettinger verlässt die Partei Union. Brandenburg. Licht aus. Damit das nächste Mal keine Blamage wird, machen wir jetzt hier mal ein bisschen Vorsorgewerbung. Was soll es auch geben? Ein bisschen Vorsorge hier. Ein paar Aktionchen machen, ein paar Flyer verteilen, ein paar Plakate aufhängen. Die linke, grüne und AfD, genau. Uiuiuiui. Übrigens soll es nach dieser Folge noch zwei weitere Folgen geben und dann ist das Let's Play vorbei. Ja, stimmen wir dafür und ich hoffe, unsere Gegner und Freunde auch. War? Ja, ist durch. René Stengel, so der arme Herr Stengel. NRW. Da müssen wir hier mal mit der Kühnost wieder ran, ne? Der Silvia Lörmann, aber die ist ja mal wieder irgendwie verschollen. Ist sie tot oder was ist mit der los? Ah, die scheint tot zu sein. Hier schon mal. Frau Schulze. Ah, für 50.000 kommen sie schon, ne? Hihi, Frau Schulze. Man wird auch genervt, wenn man in der Aufnahme ist, das ist klar. Mach ich für mich das nächste Mal auf, bitte nicht stören. 23 Nordrhein-Westfalen. Vielleicht ist das teuer. Fernsehen kann ich mir erstmal mal wieder nicht leisten. Boah. So. Alles mal ausprobieren. Grüne Union, AfD. Oh, Herr Fischer. Herzensgeld. Einbürgerungstest abschaffen. 1 Million kann man das mal machen. Wisst ihr, wir sind nicht bestechlich, wir sind die Grünen. Die Grünen und bestechlich? Niemals. Hamburg müssen wir mal die SPD ausspüren. 6 Orgien auf Staatskosten, was ist das denn? SPD. Charlotte Rost, stimmt die Claudia Roth. Ich hab grad schon Carola an diesen Müll. Ja. Ja. Kriegt 1 Million. Jeder soll in Deutschland reinkommen. Ja, Folgentitel steht da mal fest. Ich möchte gerne die. Was? Ganz ehrlich, Arschlöcher. In Bremen, wer ist denn momentan in Bremen? Der Jürgen. Gut, dann darfst du auch in Bremen bleiben. Woche ist Hamburg. 24 Wochen Bremen.
Günstig Bremen. Erste Mal, das erste Mal, das erste Mal, die absolute und die Vorbahnerwerblichkeit. Was reingekommen? Ich weiß nicht, was da vorbahnerwerblicher ist. Absolute, Frau Peter, die haben es geschafft, sie sind die Beste. Politikerin von Ulan. In diesem Spiel. Nicht in der Realität, da habe ich schon meine Favoriten. 170, Union. Den Lupi-Lupi machen. Hier ist er ja noch ganz gut. Moment. Wie? Ach, so uns auch wieder einführen. Angenommen wieder. Ach, die Frau Kohn spendet eine Niere. Und mal drauf achten, ob manche zwei Nieren spenden. Müssen wir mal mit dem nächsten Mal eine Liste machen. Wenn er zwei Nieren spendet, den setze ich nicht mehr ein, weil er ja tot ist. Suche Jobs für Arbeitslose abschaffen. Frau Künast. 3 Wochen. 3 Wochen könnten haben sie nochmal die Erlaubnis für ein bisschen Bums, die Bums. Ja. Okay, wir mal gucken. War ein bisschen Stimmfall, oder? Ein bisschen. Aha. Ein schlechtes Ergebnis. Ach, die V-Partei. Ja, die ist aber doch drin. Aber die V-Partei. Eltern. 2 Millionen! Uiuiui. Bremen. Bettin. Bremen. Am Laufen. Hier können wir bitte Budget öffnen. Anscheinend wieder. Idee, da können wir nochmal Hallöchen sagen. Und in der nächsten Folge sage ich auch wieder Hallöchen zu euch. Wieder fürs Zuschauen. Und goodbye und adieu.